Aufnahmen starten. Übersteuere ich? Nein. So. Nein. Also, wenn du startest. Übersteuere ich! Dann musst du den Text ein Material geben. Und zwar für den inneren Text. Sag mir jede Kleinigkeit, weil ich werde alles vergessen. Ja. Ein Material geben mit der Taste. Warte mal, ich mach mal Screencast Keys an. Das brauchst du nicht. So, dann siehst du nur, welche Tasten ich drücke unten links. Hier. So. Dann musst du dem anderen Text noch ein Material geben, also dem äußeren. Und zwar das zum Beispiel. Das findest du übrigens hier. Und jetzt gehst du mal in die Kamera mit der Null-Taste auf dem Numpad. Und jetzt siehst du hier, du kannst nicht rendern. Dann schiebst du hier so was raus. Dann klickst du hier unten drauf und gehst in den Node-Editor. Wenn du das zu schnell findest, dann musst du halt einfach auf Pause drücken, ne? Ist schon klar, ne? Ist schon klar. Ja, ist schon klar. Ja. So, dann suchst du hier nach Composite. Machst halt das, was ich gerade gemacht habe. Und dann klickst du hier erstmal auf File, Save As. Und dann, so wie du es halt nennen willst, zum Beispiel, das ist ein Tutorial. Das ist ein Tutorial, Punkt Blend. Ja. So. Dann kannst du erstmal rendern. Und dann siehst du hier schon, hast du Materials. So, es braucht jetzt ein bisschen, weil ich noch was anderes rendere gerade. Aber du siehst hier die Materials. Ja, sehe ich. Ja. So, das kannst du jetzt ein bisschen hier an die Seite schieben. Und jetzt musst du dir im Internet irgendein Lied raussuchen oder du hast schon eins abgespeichert. Muss ich mal kurz gucken, ob ich ein Lied schnell finde. Dann lade ich mir das runter. So, dann liest du dir das runter. Jetzt ja so. Und dann gehst du hier in Blender. Hier unten in den Video Sequence Editor. Und dann schiebst du die Datei einfach da rein. So. Und dann klickst du hier, musst du N drücken. Dann klickst du hier auf Draw Waveform. Dann hast du hier die Waveform. So. Dann siehst du hier, drück. Dann musst du mal G drücken. Dann siehst du hier, dass das 302 Frames lang ist. Also siehst du hier 302 Frames. Dann gehst du hier runter beim End und machst es auf 302. Kann das mal wer ausmachen? Ja, Mann, das war gerade Autoplay, Digga. Ich guck gerade so ein Intro, auf einmal kommt Autoplay so ein Scheiß. So, dann musst du das hier ein bisschen lauter machen. Ja, Trax, versteck dich nicht hinter deiner Gayheit. Gayheit. Gayheit, ja. So, und jetzt musst du hier bei diesen Bassdrops mit M einen Marker setzen. Bei allen Bassdrops. Ist auch eine. So, dann speicherst du mal wieder ab. Dann gehst du hier in die 3D-View. Und jetzt musst du Doppel-R drücken. Also zweimal R. Dann kannst du hier mit deiner Maus den Text hier, dich so in den Text rumbewegen. Und mit S, ups, was hat das jetzt? Mit S kannst du so rein und raus zoomen. Was zum Teufel? Hä? Was hat Blender gerade? Es rendert bei mir einfach immer zwischendurch. Tja, du kannst es dir leisten. So, dann nimmst du hier deine erste Kamerapose. Das kennst du ja bestimmt von Cinema 4D. Hör doch mal auf, Blender! Es rendert einfach immer. Ich drücke nichts, aber es rendert. Was soll das? Nö, ich starte jetzt das nochmal neu, den Pfeil. Keine Ahnung, was da los ist. Wo ist es abgespeichert? Wie heißt es? Das ist ein Tutorial. So. Es rendert schon wieder. Ach so, ich weiß warum. Man, bin ich blöd. Ja, das sagst du sehr früh. Und zwar musst du hier Backdrop und Autorender ausmachen, sonst renderst du immer automatisch, sobald du eine Bewegung machst. So, jetzt packst du das hier hin. Halt irgendwo, machst halt eine Textanimation, hier unten musst du dann auf Lockrod Scale drücken. Und dann spielst du das mal ab.
So, ups, ein Frame ich hab vor dem. Meine Schwester getötet. Ach so, Sarah. Ja. Wie sich das anhört. Ups, ich hab gerade meine Schwester getötet. So, ein Frame vor dem Base Drop. Gehst dort hier hin. Dann hast du schon mal eine kleine Animation. So, gehst du ungefähr hier hin und gehst dann hier in deine Textpose. So ungefähr. So. So, dann gehst du hier hin und gehst so ein bisschen weiter nach unten und zoomst wieder raus. Dann gehst du hier hin und gehst in eine andere Pose von Text, zum Beispiel hier hin so. Und dann kannst du weitermachen. So, hier machst du dann den so rum, dass er sich so dreht. Und hier dreht er sich dann nochmal darum, aber dann so weg. So, dann drückst du wieder I und dann guckst du erstmal an. Jetzt kannst du hier mal rendern den Frame, um dir das auch zu gucken, wie die Materials von da aussehen. So, sieht ganz nice aus. Dann gehst du hier, auch wenn du den Text ändern willst, dann drückst du Tab, also klickst auf den Text und drückst Tab, dann schreibst du hier eine Kacke hin. Hier auch irgendeine Kacke, aber der muss halt gleich sein. Meinst du die Kacke? Ja. So, dann klickst du hier drauf und wenn du eine andere Font haben willst, dann löscht du das hier und navigierst Blender dahin, wo du halt Fonts gespeichert hast. Ansonsten musst du dir nochmal neue Fonts runterladen. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Nova Solid. Das sieht scheiße aus. Dann brauche ich nochmal eine andere. Dann habe ich hier Milan. Ja. Was meint deine Schwester mit, das geht bei mir nicht? Meint jetzt den Blender-File, den Lightroom? Meine Schwester. Ja. Du da, die versteckst da. Jetzt drückst du 1 auf deinem Nummernpad. Musst nochmal N drücken, um Screencast-Keys anzumachen. Dann speicherst du wieder ab. Warte, ich bin gleich wieder da. Und jetzt musst du so hier hingehen. Und dann scrollst du hier runter an der Seite. Machst das Offset so runter, dass das halt in der Mitte vom Text ist. So, dann kopierst du dir die Nummer hier mit STRG-C und fügst sie hier ein. So. Und jetzt hast du den Text halt sozusagen hier. Jetzt kannst du es nochmal abspielen. So, wenn du jetzt sünden willst und einen Shake, dann gehst du nochmal in den Video-Sequence-Editor und setzt bei jedem Bassdrop einen Marker. Also, hier ist noch einer, mit M wieder, hier einer, hier einer, hier einer, hier einer. Hier einer, hier einer, hier einer, wo? Noch einer und da ist noch einer und da. So, jetzt guckst du erst nochmal an. So, jetzt genau einmal vor dem Bassdrop machst du einen Keyframe mit I und dann mit dem nächsten Frame, also Pfeiltaste, zoomst du dann rein. So, jetzt gehst du hier unten in den Dropshade Editor, nimmst diese 2 Keyframes, hältst Shift gedrückt, klickst auf dem anderen und drückst Shift D und kopierst den Keyframe, dass der zweite immer beim Bassdrop ist. Und das immer. Das bestätigst du mit dem linken Mausklick. So, und das, wenn du jetzt zum Beispiel einen falsch gemacht hast, drückst du G und schiebst ihn weiter, sodass er passt. Das machst du jetzt bei jedem. So, hier auch noch. Ja, kurz aufkommen. Okay. Dann noch bei dem hier und hier. So, dann guckst du dir das nochmal an.
So, dann machst du jetzt einen Shake, und zwar gehst du dann hier auf diese Kamera da und drückst hier auf der Shift X und auf der Shift Y. So, jetzt speicherst du wieder. Und das, was du jetzt machst, ist, du gehst hier unten in den Graph Editor. Dann klappst du hier Shift X aus und drückst N. So, dann klickst du hier Add Modifier, Noise. So, klickst du hier auf Restrict Frame Range und da, wo dein Bass Drop ist, also wo dein erster Sync-Keyframe ist. Bei mir ist das jetzt Frame 55. Dann machst du das N so auf 300 oder so, keine Ahnung, was den Tor auch immer ändert. Machst die Scale auf 25 und die Strength auf 0.075. Jetzt suchst du hier ein bisschen rein. Dann siehst du schon, das sieht ganz cool aus, aber wenn du das anders haben willst, dann kannst du die Phase ein bisschen anders machen. So ungefähr. Und jetzt drückst du hier auf Shift. Jetzt drückst du hier auf diesen Knopf, um das zu kopieren. Hier. Und fügst das bei der ein. So. Aber machst du die Strength auf 0.05. Jetzt gehst du hier, klappst das auf, gehst hier hin und fügst das wieder ein. Jetzt ist so schon, hast du hier deinen Shake und jetzt gehst du mal in die 3D-View. Und spielst die Animation nochmal ab. So, wenn du das hast, dann kannst du jetzt dich schon mit dem CC beschäftigen. Das ist nämlich die Animation. Aber wenn du willst, kannst du jetzt auch eine Textanimation machen. Und zwar klickst du dafür auf den inneren Text, hält Shift gedrückt und klickst auf den äußeren und drückst Steuerung P und machst dann Set Parent to Object. So, wenn du jetzt auf den äußeren Text klickst und R drückst, um den zu rotieren, rotiert sich auch der innere Text. So, und jetzt kannst du zum Beispiel die erste Pose vom Text so machen, das Keyframe, dass er sich dann da schon ein bisschen weiter nach hinten dreht. So, Keyframe, da immer weiter nach hinten dreht und hier dann ganz weit nach hinten ist und dann bei dem Frame wieder normal ist. So, mal gucken. Und dann hier geht er so ein bisschen runter immer weiter und hier geht er dann, dass du ihn wieder siehst. Und ab jetzt kannst du einfach noch so machen. So, jetzt guckst du erst nochmal an. So. Jetzt schiebst du wieder das Fenster hier ein bisschen raus. Und jetzt musst du hier oben auf File, Append und dann, wo auch immer du diese Datei gespeichert hast, die ich dir schon mal geschickt habe. Und zwar sind das diese Blender Compositing Pack. Habe ich dir mal geschickt. So, klickst du hier drauf und klickst hier auf Node Tree und drückst A. Kannst du hier alle auswählen und klickst Append from Library. So, dann renderst du nochmal Share, einen schönen Frame schnell. Und gehst dann. Ups, das dauert jetzt ein bisschen. Gehst dann hier in den UV-Imager. Und falls du eine Error-Message hast, wenn du das hier renderst, dann wunder dich nicht, die ist immer so. So, gehst du hier in den Node-Editor. Pitox? Ja? Ich hab in Ventro den Shake vergessen. Das ist natürlich scheiße, ne? Oh, ja. Dann lass ich nochmal neu rendern. Ne, musst du nicht. So, dann klickst du hier auf Sync-CC. Kommt drauf an, ob du ein Chill oder ein Sync-Intro machst, aber ich würde dir immer Sync-CC empfehlen, weil es am besten ist. Da siehst du, hier hast du schon eine kleine Color Correction. Und jetzt kannst du hier nochmal Shift-A drücken, Group und Brush Style. Und jetzt wartest du, bis es rendert. Jetzt hast du ja nochmal so einen Schatten im Hintergrund. Und jetzt musst du nochmal Group und Black Bars. Jetzt wartest du, jetzt hast du hier auch Black Bars. So, jetzt schiebst du die Compositing Note ein bisschen weiter rechts, also mit ein bisschen weiter nach rechts mit einem Linksklick. So. Und jetzt drückst du hier wieder Shift A, Search und Alpha Over.
Jetzt fügst du dir hier ein. Und dann gehst du hier, wieder Shift A, Search und dann Scale Node. Speicherst mal wieder ab. Und dann machst du dir von Relative auf Render Size, verbindest die beiden und fügst eine Shift A Image Node hinzu. So, dann verbindest du wieder die beiden. Und jetzt suchst du, jetzt habe ich dir bestimmt ein Bild geschickt, das muss ich dir noch schicken. Aber wenn du es hast, dann benutzt es einfach. Und zwar ist das hier. Dann hast du diese Linien hier. Die sind ziemlich cool. Und was du jetzt machst, ist, du wartest, dann hast du hier diese Linien halt. Dann drückst du STRG-C, STRG-V, um das hier einzufügen. Oder machst, hast du ja einen Mac. Einfach hier klickst du drauf, auf die andere, Shift-D. Dann hast du sowas ähnliches. Dann ziehst du das hier rein. So, dann wartest du, oder du machst es gleich, löscht das Bild und suchst im Internet ein Bild von einer Vignette aus. Oder ich kann dir das hier schicken. Und dann wartest du, bis es gerendert hat. Und dann hast du schon fast alles für das CC, außer den Smoke. Dafür musst du, um den Smoke zu kriegen, musst du auf File Append. Und da habe ich dir jetzt bestimmt den Smoke schon geschickt. Dann klickst du wieder hier auf diesen Modus, um das alles zu sehen. Und dann klickst du hier auf den Smoke.blend. So. Und jetzt musst du hier auf Scene und dann Start. So, jetzt siehst du noch keinen Smoke. Dafür musst du das hier wieder kleiner machen. Aber es sieht schon ganz gut aus, ne? Jetzt klickst du hier auf die 3D-View. Und jetzt musst du hier in die Startszene gehen. Dann siehst du hier, wenn du jetzt mal F12 drückst, siehst du, hier hast du deinen Smoke. Ist jetzt noch nicht so besonders, aber hast halt einen Smoke. Jetzt gehst du hier wieder in die Szene und klickst hier auf die Kamera. Mit dem Mausrad habe ich mich jetzt hier bewegt. Klickst auf die Kamera, hältst Shift gedrückt und klickst auf das MT. Also dieses Viereck, womit du die Kameraanimation gemacht hast. Und drückst dann STRG L, Objects, und dann Startszene. Speicherst du wieder und gehst hier in die Startszene. So, jetzt, wenn du in die Kamera gehst mit Nummernpad 0, dann hast du aber immer noch nicht deine richtige Kamera ausgewählt. Dafür musst du auf die klicken und View. Cameras, Set Camera ist Active Camera. Jetzt machst du hier das End ein bisschen höher. Und jetzt hast du hier deine Kameraanimation im Smoke. So, jetzt klickst du hier auf das hier, auf das kleine Teil hier und drückst A, um alle alle hier auszuwählen und drückst STRG C. Machst eine neue Szene und drückst STRG V. So, wenn du jetzt aber renderst, dann hast du hier in der Mitte diesen. Aber den willst du nicht. So. Dafür klickst du auf den. Auf den nochmal mit Shift auf den anderen. Und drückst dann M und Move to Layer. Also zu einem anderen Layer hinzufügen. So. Jetzt hast du hier diese schönen Particles, die so hochwandern. Und dann musst du jetzt hier. Also die Maus hier hinbewegen. Und dann da, wo Shading ist, musst du auf Transparent, dann ist das halt transparent. Jetzt gehst du nochmal in deine Textszene und drückst wieder STRG L, um die Kamera in die andere Szene zu machen. Jetzt gehst du hier hin, in die Szene hier, und da siehst du, hast du nicht mehr den Smoke, also kriegst du wieder hier unten hin und hast jetzt den Smoke. Jetzt gehst du wieder in die Textszene und hier in den Node Editor schiebst du mal wieder raus. Jetzt gehst du hier in den UV Image Editor und renderst. Musst du gar nicht. So, jetzt gehst du auf den Render Layer und mit Shift D kannst du ihn wieder kopieren. Und du musst hier auf Backdrop und Auto Render jetzt klicken. So, nochmal Shift D. Und jetzt brauchst du eine Alpha Overnode und packst den Text in das untere. Ziehst das hier rein, kopierst die Alpha Over mit Shift D wieder. Und ziehst die Particles hier rein. Hier oben. Hier unten. So, jetzt wählst du hier den Smoke aus. Renderst den. Und wählst, das braucht Blender ein bisschen, hier die Particles aus. Und renderst den. Jetzt braucht Blender wieder ein bisschen, um das Compositing zu rendern. Das speichere ich immer wieder. Und jetzt wartest du einfach kurz. Und jetzt siehst du hier, du hast deinen Smoke. Aber der ist hier oben so verbuggt. Das willst du nicht. Also drückst du F12. Warte mal.